In Bayreuth hat heute die Festspielsaison angefangen, diesmal mit Tristan und Isolde, dem großen Liebesdrama von Richard Wagner. Schon vor dem ersten Vorhang beäugt wie jedes Jahr der Boulevard prominente Gäste und die Theaterkritik diskutiert über die Moderne der Inszenierung. Doch im altehrwürdigen Festspielhaus auf dem grünen Hügel wird in diesem Jahr auch über ein Thema gesprochen, das so gar nichts mit Liebe zu tun hat. Über sexuelle Übergriffe und Belästigungen, aufdringliche SMS-Nachrichten, die es in der Vergangenheit gegeben haben soll. Markus Vollner über frauenfeindliche Anzüglichkeiten und die Premiere am Abend. Die Chefin trägt Maske, Katharina Wagner fürchtet das Coronavirus. Bayreuth liegt bei der Inzidenz weit über dem Bundesdurchschnitt. Während der Probenwochen fielen zahlreiche Mitarbeitende wegen Covid aus. Deswegen müssen alle Mitwirkenden im Haus Maske tragen, das Publikum nicht. Es bestehen ja keine Regelungen behördlicherseits mehr. Insofern ist es unserem Publikum freigestellt, die Maske zu tragen. Aufgrund der hohen Inzidenzen empfehlen wir das aber auf jeden Fall. Das Orchester ist doppelt gebucht, Dirigenten mussten Posten tauschen, die Hauptrollen sind mehrfach besetzt. Auch bei Tristan und Isolde, der Oper über unerlaubte Liebe und tiefste Leidenschaft, inszeniert als psychedelischer Trip von Bayreuth-Debütant Roland Schwab. Wir sind alle sehr inspiriert mit diesem Stück, und es ist wahrscheinlich ohnehin das eines der größten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte, umgehen zu dürfen. Das ist ein großes Geschenk. Catherine Foster und Stephen Gould singen die Titelrollen, beide Bayreuth erfahren. Die Regie von Roland Schwab schafft Raum für die Musik sowie die Sänger und ist trotzdem lebhaft im Vergleich zu den vorhergehenden eher statischen Inszenierungen. Der Liebesrausch wird nachfühlbar. Ganz, ganz tolle Inszenierung bis jetzt, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich bin nur total geflasht, also wirklich toll. Schließe ich mich an, die Stimmen, ein Wahnsinn, und ich finde auch das Bühnenbild ganz toll. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Bei aller Premierenbegeisterung, Vorwürfe von sexueller Belästigung im Festspielhaus stehen im Raum. Die Intendantin ist alarmiert. Sobald eine Beschwerde vorliegt, arbeiten wir die hier hoch, also wirklich auf völlig ernst ab. Wir sind hochgradig daran interessiert, dass solche Vorfälle eben sofort aufgeklärt werden und auch mit der nötigen Härte aufgeklärt werden. Aufklärung wird versprochen, ebenso Schutz für die Opfer, die sich melden sollen, auch anonym. Das ist auf keinen Fall akzeptabel. Das wird aufzuklären sein. Ich bin sicher, dass es aufgeklärt wird. Und dann kann Bayreuth wieder strahlen, wie es eigentlich strahlen sollte. Die Premiere der diesjährigen Wagner-Festspiele immerhin ist strahlend.